Ich bin heute tatsächlich den ganzen Tag in den Architekturbewertungen drin gewesen wieder. Das heißt, ich bin so ein bisschen im Modus, was das betrifft. Das bedeutet auch immer, dass man noch mal ein bisschen was nachschärfen kann. Generell ist es so, dass ich bei Embark und mit Embark schon einige Reviews und Architekturbewertungen begleitet habe. Das heißt, das, was ich euch vorstelle, ist eindeutig was mit meiner Praxis zu tun hat. Wenn ihr selber Praxis oder Erfahrungen in dem Bereich habt, bin ich aber glücklich darüber, wenn wir eine Diskussion haben auch. Ich lasse am Schluss auf jeden Fall Platz, dass wir diskutieren können. Ihr könnt dazwischen auch Fragen stellen, so wie Kim sagt. Und genau, dann können wir einfach mal reinschauen, was sich hinter Decal verbirgt. Die erste Geschichte ist, wer ich bin. Ich bin Stefan, ich arbeite bei Embark, habe das Ding gemeinsam mit Stefan Zweiner gegründet und ja, bin mit Architekturbewertungen viel beschäftigt. Ich habe auch ein Buch geschrieben, das es mittlerweile in dritter Auflage gibt, wo es um agile Architekturentwicklung geht. Da ist auch ein kleiner Teil drin, der sich mit Architekturbewertung beschäftigt, ist aber für uns jetzt nicht wahnsinnig relevant. Deswegen würde ich gleich zum Einstieg wechseln, was wir heute eigentlich machen. Und ich habe jetzt gesagt, dass ich über eine Architekturbewertungsmethode sprechen möchte, möchte aber tatsächlich als Einstieg ein bisschen über Architekturarbeit reden und wie ich Architekturarbeit erlebe. Ihr könnt ja selber sagen, ob ihr es ähnlich erlebt oder ob es für euch anders ist. Ich habe so eine Charakteristik für mich rausgearbeitet, die mir Architekturbewertung ganz gut erklärt oder auch warum das wichtig ist. Und die würde ich gern jetzt zum Einstieg verwenden. Zunächst mal sagt mein Kollege immer, der sich gerade auch weggeschalten hat, dass Softwarearchitektur die Summe der wichtigen Entscheidungen ist. Das heißt, dass wir fundamentale Entscheidungen treffen, die im weiteren Verlauf nur schwer änderbar sind, dass wir Entscheidungen treffen, die für den Erfolg unseres Software-Systems verantwortlich sind und dass das insgesamt so ein bisschen die Architektur ausmacht, die wir haben. Wenn wir also um Entscheidungen uns bemühen in der Architektur, gibt es unterschiedliche Theorien oder unterschiedliche Herangehensweisen, wie wir darüber nachdenken können, was jetzt Entscheidungen eigentlich sind. Es gibt eine Idee, dass Entscheidungen rational getroffen werden. Das wäre jetzt das, was auf der linken Seite steht. Da ist die Idee dahinter, dass wir Optionen abwägen und einfach die beste Option wählen, dass wir also uns Gedanken machen, das Optionsfeld uns anschauen und evaluieren, was die Vor- und Nachteile sind und dann halt versuchen, die beste Alternative zu finden. Tatsächlich gibt es einige Leute, die glauben, dass Entscheidungen so funktionieren. Ein paar Leute hoffen, dass Entscheidungen so funktionieren. Und tatsächlich gibt es aber eine recht starke Evidenz, dass Entscheidungen so nicht funktionieren. Oder zumindest welche, wo der Problemfokus nicht völlig klar und abgegrenzt ist. Das Gegenmodell dazu heißt gebunden rational. Und ich habe jetzt einfach mal von Harald Simon also einen Begriff genommen. Es gibt unterschiedliche Begriffe dazu. Man wird auch noch einen anderen gerne nennen. Und da ist die Idee, dass wir in meisten Fällen mit beschränkten Informationen arbeiten, dass wir mit beschränkter Zeit arbeiten und dass wir nur eine beschränkte geistige Kapazität haben. Und diese Effekte führen dazu, dass wir stark vereinfachen, wenn wir Entscheidungen treffen, dass wir nicht alle Vor- und Nachteile abwägen, dass wir nicht unter Vollinformation agieren, sondern dass wir häufig mit vereinfachten Modellen in unserem Kopf arbeiten, häufig mit Bauchgefühl arbeiten, auch bei dem, was wir machen, uns damit die Welt halt so einfach stricken, dass wir es halt noch fassen können. Und tatsächlich gibt es jetzt viele Bücher, die genau das beschreiben. Also kommt jetzt nicht aus der Architekturdomäne, aber eines der berühmtesten Bücher kommt wahrscheinlich von Daniel Kahneman, der Think and Fast and Slow geschrieben hat. Es gibt noch eine Reihe anderer Bücher, die in eine ähnliche Richtung gehen, wie das Irrational Predictability oder das The Power of Thinking Without Thinking Buch oder eben das Buch von Herbert Simon, wo auch Bounded Rationality besprochen wird. Und diese Bücher
gehen alle auf das Konzept von Bounded Rationality ein und dass wir eben nicht unter Vollinformationen völlig rational entscheiden, wenn wir entscheiden. Jetzt könnte man sich überlegen, ob diese Theorie auch auf die Architekturdisziplin zutrifft, wo wir Entscheidungen treffen. Und da muss man sich halt dann die Systeme anschauen, die wir bauen. Und in den meisten Fällen sieht das so aus. Ich habe jetzt hier von Netflix einen AppDynamics-Screenshot, der schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Das rechts unten ist von Amazon ein Screenshot und das rechts oben ist ein Screenshot von einem Tool, das Rechnungen prüft, das 4 Leute geschrieben haben. Einfach nur, um den Kontrast zu zeigen, dass es nicht groß und total international amerikanisch sein muss, um ein bisschen unübersichtlich zu werden. Es ist so, dass das, was wir bauen in der Software-Disziplin, meistens sehr stark verwoben ist, sehr stark Abhängigkeiten hat und jede Entscheidung, die wir treffen, einfach sehr viel Einflussfaktoren und Seiteneffekte hat. Und alleine das zeigt, dass wir dort in einem Bereich arbeiten, der nicht so klar runterbrechbar ist. Netflix hat ein Paper rausgebracht zu Chaos Engineering, das unter anderem Casey Rosenthal geschrieben hat. Da haben sie so ein paar Sätze fallen lassen, wie das verteilte Systeme, die eine sinnvolle Größe annehmen, zu komplex sind, dass man sie verstehen kann. Oder auch, dass große Monolithen normalerweise so komplex sind, dass kein einzelner Mensch das durchdringen kann. Und das geht auch ein bisschen in die Richtung, dass wir halt beschränkte geistige Kapazität haben, mit der wir arbeiten. Insgesamt bedeutet das, dass wir häufig intuitiv handeln bei dem, was wir machen. Also wenn wir Architekturarbeit machen, ich weiß nicht, wahrscheinlich habt ihr alle schon mal Design- oder Architekturentscheidungen getroffen. Die Frage ist, was da jetzt wirklich führend war. Meine Idee ist, dass es halt häufig Bauchgefühl ist, anekdotengetrieben, konsensgesteuert, emotional, moralgetrieben, vielleicht erfahrungsbasiert ist. Das sind alles Dinge, die jetzt nicht harte Fakten unbedingt sind. Da erzählt jemand, dass er schlechte Erfahrungen mit was gemacht hat. Dann sieht etwas so aus wie was, was man noch nicht gesehen hat. Deswegen ist es irgendwie komisch. Dann ist es so, dass es bei bestimmten Alternativen so viel Konflikte gibt, dass man dem vielleicht ein bisschen aus dem Weg geht, ohne dass es einen harten Grund dafür gäbe, jetzt aus Faktenlage-Sicht, wenn man das ganz neutral betrachten würde. Und vielleicht ist es sogar sinnvoller, was nicht Optimales zu machen, einfach weil die Gruppe dann motiviert bleibt oder so etwas. Und das sind lauter Einflussfaktoren, die meiner Meinung nach eine sehr starke Wirkung entfalten in der Realität, wie Architekturarbeit eigentlich funktioniert. Und deswegen ist es manchmal sehr witzig, wenn Leute sagen, dass Architektur so eine geplante und geordnete Disziplin ist. Was ich auch noch gefunden habe, war ein Paper, das Decision Making in Software Architecture heißt. Da haben sie unter anderem Architekten gefilmt dabei, wie sie Design-Meetings halten und haben danach analysiert, wo Zeit drauf verschwendet wird. Ihr seht diese Balken, das unten sind Minuten, also es sind fast 2 Stunden, die da geredet wurde. Und in diesen Balken seht ihr, dass zum Beispiel Designalternativen exploriert wurden. Also am Anfang ein bisschen stärker über Alternativen nachgedacht wurde, aber mittendrin auch immer wieder Designalternativen hochgekommen sind. Das Blaue ist Problem Framing, also so ein bisschen das Problem abgrenzen oder das Problem verstehen. Das findet eigentlich die ganze Zeit statt. Und das Solution Identification wäre, dass man ein Problemfeld auf einzelne Lösungen zurückführt. Auch das ist sehr breit gestreut, natürlich am Ende ein bisschen intensiver. Was sie jetzt auch noch gemacht haben, war, dass sie oben so ein bisschen Namen dafür gegeben haben, was da gerade passiert ist. Also man sieht, dass am Anfang die Breite exploriert wurde, einfach mal unterschiedliche Designalternativen gesucht wurden, dann immer wieder mal in die Tiefe gearbeitet wurde. Wir sehen, dass mal eher problemgetrieben gearbeitet wurde, dann sehr stark abwechselnd. Also dieses PS heißt Problem-Solution-Coevolution, also dass das Problem und die Lösung irgendwie gleichzeitig diskutiert werden und sich so irgendwie gemeinsam weiterentwickeln. Und irgendwie sagt mir das Bild gar nichts, aber es ist ein vertrautes Gefühl. Also wenn ich in einem Design-Meeting drin bin, dann fühle ich mich jetzt da nicht so fremd. Also
Es ist nicht so, dass wir am Anfang alle Anforderungen am Tisch legen und uns dann entscheiden, was wir machen und dann machen wir einen Haken dran und dann gehen wir auseinander und sind alle glücklich. Sondern meistens ist es irgendwie eine Diskussion ums Problem, um Lösungen, um Optionen. Dann wird an der Option nochmal rumgefeilt, dann wird nochmal an der Lösung diskutiert und so weiter. Und das ist unsauber, das ist hässlich und es ist so, dass dann noch viele Leute daran beteiligt sind in der Realität. Das heißt, es ist nicht so, dass wir jetzt einen Menschen haben, der sich das überlegt und der mit einem zweiten diskutiert, sondern vielleicht werden Entscheidungen an unterschiedlichen Stellen des Projekts getroffen. Und in der Kommunikation zwischen den Leuten ist es total schwierig, diesen Designprozess irgendwie weiterzutragen. Also, was da drin passiert ist, das kriegt man kommuniziert über Teamgrenzen hinweg oder übers Projekt hinweg. Das ist so nicht nacherzählbar. Das heißt, wir haben da auf jeden Fall Lücken, die entstehen, wenn nicht alle Leute immer überall teilnehmen können. Und sobald ihr jetzt Software entwickelt mit mehr als 3 Leuten, habt ihr wahrscheinlich irgendwo ein Gefälle, dass manche Diskussionen, manche Entscheidungen halt nicht von allen Leuten gemeinsam getroffen wurden oder gemeinsam diskutiert wurden, sondern da ist eine Schlagseite entsteht. Und insgesamt wird Architektur deswegen unübersichtlich oder Architekturarbeit ist unübersichtlich. Und ich glaube, das muss so sein. Also das ist per Design so. Es ist nicht so, dass man das negieren kann oder wegdiskutieren kann oder dass man mit einer guten Methode einfach da ganz geordnet dran arbeitet oder so. Das ist eine Disziplin, in der wir sehr stark kreativ arbeiten und sich alle möglichen Dinge abwechseln. Und es ist eine Disziplin, in der wir eben in dieser Bounded Rationality arbeiten, maximal. Und es gibt jetzt einige Bücher noch, die einen Schritt weiter gehen und sich überlegen, was man da machen kann. Gary Klein, im Buch links, er hat jetzt zum Beispiel wieder diesen Begriff von naturalistischen Entscheiden geprägt, wo es eben auch darum geht, dass man Design als nicht so sauberen Prozess sieht oder dass man Entscheidungen nicht als unter Vollinformation trifft, sondern dass das etwas ist, was sich halt irgendwie entwickelt, vielleicht gemeinsam mit dem Problem entwickelt. Und er kommt zu dem Schluss, dass es durchaus sinnvoll ist, in den rationalen Prozess reinzuwechseln hier und da, auch wenn er nicht glaubt, dass der alleine funktioniert. Also man kann nicht rein rational Architekturarbeit machen, aber es ist sinnvoll, sich hier und da in den Modus zu begeben. Ähnlich argumentieren das Paul Clemens und Konsorten in dem Documenting Software Architectures Buch, das recht berühmt ist, die sagen, man kann Rationalität faken. Also man kann so tun, als wäre man rational, indem man sich im Nachhinein überlegt, was denn eigentlich zu der Entscheidung geführt hat, das aufschreibt und sich dann überlegt, ob das Sinn ergibt. Das heißt, es ist nicht so gelaufen, aber man könnte es so darstellen, als wäre es so gelaufen und dann entscheiden, ob das eine gute Idee war. Und das ist eine Art von Arbeit, die wir tun können. Also wir können Designarbeit machen, Designarbeit, die total messy ist und total durcheinander ist. Und wir können hier und da uns Zeit nehmen, um zu reflektieren, was wir da eigentlich jetzt getan haben was wir vielleicht alle getan haben. Also vielleicht war es nicht nur ein Mensch, sondern haben halt viele Leute daran gearbeitet. Und dann müssen wir halt gemeinsam reflektieren, was da eigentlich entstanden ist. Und das ist letztendlich das, was Architekturbewertung für mich ausmacht oder das, was für mich bei Architekturbewertung rausspringt, dass wir gemeinsam reflektieren, was da passiert ist. Und wir können uns jetzt eben überlegen, wie dieses Reflektieren funktioniert und was Descartes da jetzt speziell macht, also wie das genau funktioniert mit der Bewertungsmethode jetzt. Wenn wir uns Architekturbewertung als Begriff anschauen, dann sagen viele Leute als Reflex ATAM. ATAM ist die berühmteste Bewertungsmethode, steht für Architecture Trade-off Analysis Method, und ist eine qualitative Bewertungsmethode, das heißt eine Bewertungsmethode, in der man argumentativ versucht, eine Bewertung herbeizuführen, meistens basiert auf Szenarien, das heißt auf qualitativen Aussagen, die konkret runtergebrochen sind. Der Kern sind
Also Qualitätsanforderungen in so einer Architekturbewertung nach ATAM. Qualitätsanforderungen sind total interessant für Architekturarbeit, weil Qualitätsanforderungen im Nachhinein nur mehr schwer erreichbar sind häufig und auch schwer beeinflussbar sind. Also wenn ihr ein unwartbares oder ein unperformantes oder nicht sicheres System habt, ist es oft im Nachhinein total schwierig, diese Eigenschaft nochmal reinzuarbeiten ins System. Häufig wird ein ganzes System weggeschmissen, weil das nicht funktioniert. Es ist so, dass wir bestimmte Strukturentscheidungen inklusive der Entscheidung, wie feingranular wir denn überhaupt strukturieren, auf der Basis von Qualitätsanforderungen treffen, die zum Beispiel was mit Skalierbarkeit, Verfügbarkeit, Wartbarkeit zu tun haben. Und es ist so, dass diese Qualitätsanforderungen wie Performance, Skalierbarkeit, Usability, Scalability und alle möglichen Dinge oft querschnittlich sind. Das heißt, sich über mehrere Teile unserer Anwendung erstrecken und deswegen auch viele Projektmitglieder betreffen. Und wenn wir vorher gesagt haben, dass aus Architektur die wichtigen, weittragenden, schwer änderbaren Entscheidungen sind, ist klar, dass Qualitätsanforderungen irgendwie was damit zu tun haben. Also das sind offensichtlich die Dinge, die uns da schlecht schlafen lassen bei diesen Entscheidungen. Und ATAM geht jetzt her und nimmt diese Qualitätsanforderungen als Treiber. In diesen Qualitätsanforderungen gibt es Trade-offs oder Kompromisse. Das heißt, wir können die nicht alle gleichzeitig erreichen. Gibt berühmte Kompromisse da drinnen, im Englischen halt Trade-off, und das ist auch der Namensgeber für die Methode. Das heißt, wenn wir zum Beispiel User fragen, Passwörter einzugeben oder irgendwelche Captchas auszufüllen, dann tun wir das aus Security-Gedanken und erhöhen damit eindeutig nicht die Benutzbarkeit des Systems. Und das ist keine Frage, dass wir beides machen können, sondern es ist einfach ein Kompromiss, den wir die eine oder andere Richtung drehen können. Und wir könnten uns jetzt überlegen, welche die richtige ist. ATAM hat also als Reflexionsidee, dass wir uns nach einer Zeit, wo wir uns intensiv mit der Lösung und den Entscheidungen beschäftigt haben, die Qualitätsziele nochmal vor Augen führen und uns überlegen, in welche Richtung wir eigentlich gearbeitet haben und ob das von Stakeholdern letztendlich auch mitgetragen wird. Stakeholder stehen bei diesen Kompromissen häufig auf unterschiedlichen Seiten. Das heißt, ihr habt, wenn ihr so einen Konflikt habt wie Benutzbarkeit und Sicherheit, nicht immer den gleichen Menschen, den ihr fragen könnt, was jetzt wichtiger ist, sondern vielleicht stehen halt unterschiedliche Leute, unterschiedliche Stakeholder an den Ecken oder Enden dieser Kompromisse, sodass ihr eigentlich diese Leute in einen Raum sperren müsstet und sagen müsstet, es geht nicht beides, macht doch aus, was wichtig ist. Es ist nicht direkt Architekturarbeit, aber es ist auch wichtig, dass diese Einigung passiert. Vielleicht ist es so, dass keine Einigung möglich ist und sich irgendwer entschließt, mit Geld drauf zu schießen, falls das möglich ist. Manche Kompromisse entstehen nicht global galaktisch, sondern einfach aus bestimmten Rahmenbedingungen heraus. Und vielleicht kann man daran dann rütteln. Und das wird dann vielleicht architektonischer. Aber wir können hier als Schritt zurück, als Reflexionsschritt sozusagen auf die Anforderungen zurückgehen, auf Stakeholder zugehen und meistens uns dann in einem Workshop Gedanken machen, wie wir arbeiten wollen. Das ist so ein konzeptioneller Ablauf von einer Architekturbewertung, die so in ATAM-like durchgeführt wird. Ihr seht hier oben bei den Inputs, also in der Zeile ganz oben, einmal einen Lösungsteil, der so ein bisschen als Input dient, wo Architekturansätze auch dabei sind, also Entscheidungen, die getroffen wurden, und die Anforderungsseite, wo Qualitätsmerkmale wie Performance, Security, Scalability und so weiter auf ganz konkrete Aussagen runtergebrochen werden, die halt Qualitätsszenarien heißen. Und diese Qualitätsszenarien sind letztendlich der Treiber von ATAM. Also das, was wir uns nach und nach anschauen, bedeutet, dass wir in der Reflexion sehr stark darauf achten, was eigentlich unsere Ziele waren und auf der Basis entscheiden, ob unsere Entscheidungen Sinn machen. Das tun wir eben workshop-basiert mit Stakeholdern und derlei anwesend. ATAM ist aber nicht die einzige Bewertungsmethode. Es gibt einen Haufen Bewertungsmethoden da draußen, die wir nehmen könnten. Ist einiges publiziert worden auch dazu. Die
Bewertungsmethoden sind unterschiedlich, was die Länge, die Durchführungsart betrifft, was die Teilnehmergruppe betrifft, und teilweise auch was die inhärente Methode betrifft, also ob man jetzt zum Beispiel Qualitätsmerkmale tatsächlich runterbricht oder da ziemlich an der Oberfläche bleibt, oder wie viel Methode überhaupt da drin ist. Letztendlich wollte ich heute vor allem die DCAR nochmal beleuchten, also die Decision-Centric Architecture Review Methode, weil sie im Herzen einfach anders tickt als die ATAM und da das Pferd von der anderen Seite aufzäumt, sozusagen. Wir haben in der DCAR etwas, und da ist das Bild von vorher jetzt leicht verändert, wo auch diese beiden Eingangsstränge sind, dass wir einmal die Architekturseite haben, von Architektur geht es im Prinzip in Muster und Entscheidungen jetzt hier, also nicht Architekturansatz wie in ATAM genannt, sondern halt Decision, wie wir es hier lesen. Und Qualitätsmerkmale und Rahmenbedingungen sind etwas konkreter formuliert dann Forces oder Kräfte in DCAR. Es ist aber trotzdem so, dass wir diese Einflüsse auf Entscheidungen als Treiber wahrnehmen. Tatsächlich ist es jetzt bei DCAR allerdings so, dass der Entscheidungsteil der Treiber ist für die ganze Geschichte. Das heißt, ihr würdet im Workshop jetzt nicht auf die Qualitätsszenarien abheben und die Zielsetzungen abheben, sondern sehr stark auf die Entscheidungen, die getroffen wurden. Ihr habt dann hier angedeutet schon eine Zusammenfassung von welche Entscheidungen denn grundsätzlich getroffen wurden von euch. Das kann im Nachhinein eine ganze Menge sein, die ihr betrachtet, wo ihr sagt, das und das und das, da haben wir dran gearbeitet. Und letztendlich tauchen Forces oder Einflüsse auf diese Entscheidungen, die sehr zentral sind, auch in dem Diagramm auf. Und dann sucht man sich einzelne Entscheidungen aus und bespricht die durch, inklusive aller Vor- und Nachteile, die da dazugehören. Und das ist jetzt eben genau andersrum wie ATAM gedacht. Also nach so einer Entscheidungsbesprechung habe ich halt eine Idee, ob diese Entscheidung mit allen Einflüssen, die ich kenne, sinnvoll ist, ob die, ob die tragfähig ist, ob die zukunftsfähig ist, ob alle Leute die mittragen, und kann halt für diese eine Entscheidung etwas sagen. Im Detail, jetzt ist die Kernidee, die häufig zitiert wird bei der DCAR, dass man diese Design Options und die Forces hat, eben, die ich vorher schon erwähnt habe. Und wenn ich jetzt jemand bin, der hier Designtätigkeiten ausführt, dann ist es so, dass mich Kräfte in unterschiedliche Richtungen zerren würden. Also wenn ich eine sehr skalierbare Lösung haben will, dann würde ich vielleicht woanders hingehen, als wenn ich eine sehr korrekte Lösung haben möchte. Und unterschiedliche Designoptionen können mir jetzt diese Möglichkeiten eröffnen, dass ich halt in die eine oder andere Richtung gehe. Vielleicht gibt es keine perfekte Lösung, und diese Designoption 1, die würde mir halt diese False A und D geben. Vielleicht ist C aber noch extrem wichtig für mich, und das hätte ich da eben schlecht abgedeckt. Aber es ist auf jeden Fall besser als Option 2. Und da kommt eben wieder diese Ungenauigkeit mit rein. Es ist jetzt nicht wirklich die Idee der Methode, so ein Diagramm zu malen, weil das unmöglich ist. Also, wenn ihr euch ein Beispiel jetzt mal anschaut, wie man Secrets eigentlich abspeichert, das ist ein Beispiel, das ich einmal mal zusammengestellt habe. Da seht ihr außen unterschiedliche Möglichkeiten, wie ich das machen kann. Also, wie kann ich Passwörter, Private Keys, allmöglichen Tokens ablegen? Dann gibt es ein paar Möglichkeiten, wie ich das tun kann. Und es gibt sicher Einflussfaktoren, die darauf Einfluss haben, was ich hier wählen würde. Vielleicht ist es so, dass ich darauf achte, was für eine Community dahinter steht oder wie das dokumentiert ist, wie man das integrieren kann in das, was wir machen, wie das mit unserem CI/CD-Server zusammenspielt, der vielleicht auf die Secrets Zugriff braucht, inwieweit das mit Mobile-Apps zusammen agiert oder vielleicht schon zur Verfügung steht, inwieweit ein Multi-Team-Setup unterstützt wird, das wir haben, oder inwieweit da Installationsarbeit notwendig ist, wie viel das kostet, und so weiter. Und natürlich kann ich die jetzt nicht alle so ausrichten, dass die genau in die richtigen Richtungen zeigen und die richtigen Längen haben, je nachdem, wie wichtig sie sind, und dann diese Optionen da draußen rum genauso anordnen, dass es irgendwie Sinn ergibt. Also dieses Diagramm könnte man, glaube ich, nicht malen. Es ist also eine Idee,
Es ist nicht wirklich eine Praktikabilität. Und deswegen, das seht ihr vielleicht manchmal, wenn über Decal geredet wird, aber so ein Diagramm malt ihr nicht, ne? Also zumindest nicht ein richtiges. Also das ist auch nicht richtig, weil die Pfeile nicht in die richtige Richtung zeigen und nicht auf die richtigen Optionen zeigen, ne? Aber die Idee ist, dass ihr eine Fragestellung habt, wie legen wir Geheimnisse bei uns ab? Und ihr habt unterschiedliche Optionen und Kräfte, die da dran ziehen. Und letztendlich ist das so die Idee, dass man sagt, wenn man das durchdiskutiert, dann wird man ein Gefühl dafür kriegen, ob die Entscheidung, in diesem Fall jetzt Bitwarden, das eine gute Idee war oder nicht. Decal hat dafür einige Schritte im Petto, wie das passieren soll. Gleich vorweg, das sieht mit 9 Schritten genauso groß aus wie ATAM. Tatsächlich betonen die Leute immer, dass es sehr viel schmaler ist als ATAM. Das liegt vor allem daran, dass die Schritte teilweise kleiner sind oder mit kleinerer Teilnehmerzahl funktionieren. Letztendlich habt ihr da drinnen 3 Blöcke, die inhaltlich relevant sind. Die ersten 4 Schritte würde ich mal als Einstieg und Framing bezeichnen. Was da passiert, ist, dass die Decal vorgestellt wird als Methode, dass man sich einfach mal darauf einigt, was hier passieren wird, dass man eine Management-Presentation gibt, also was sind so die Ziele, die wir mit der Anwendung überhaupt haben, mit der Architektur, die wir da bauen, verfolgen, und eine Architekturpräsentation gibt, also ein bisschen Überblick, was denn eigentlich für die Architektur wichtig ist. Diese Präsentationen werdet ihr vielleicht bei euch irgendwo rumliegen haben, vielleicht gibt es sie in der einen oder anderen Güte. Ich würde euch zutrauen, dass ihr das hin bekommt, wenn man da jetzt irgendwie sagt, zeigt mir einen Systemkontext oder zeigt mir eine funktionale Gliederung eurer Architektur oder welche Technologien ihr verwendet. Ihr kriegt irgendwo die Informationen raus und werdet da was zusammenstellen können, um einen knappen Überblick zu geben. Danach sind die Schritte, die, glaube ich, spannender sind, weil sie jetzt Decal-spezifisch sind. Das wäre Schritt 5 und 6, dass man eine, ich nenne es mal Entscheidungslandkarte baut. Man würde also brainstorming-mäßig suchen, was überhaupt alles entschieden wurde und sich dann überlegen, wie das alles so zusammenhängt. Der Schritt, der darunter kommt, in 7 und 8, wäre, dass man einzelne Entscheidungen dann versucht nachzudokumentieren und sich dann überlegt, ob das sinnvoll ist, was man da gemacht hat. Das ist also der Reflexionsschritt ein bisschen flapsiger erklärt, der hier stattfindet. Ich würde jetzt ein paar Dinge rausheben hier und ein paar Dinge genauer erklären. Und wie gesagt, diese ganzen Präsentationsschritte würde ich euch jetzt hier vorenthalten mal. Das, was ich interessanter finde, wäre tatsächlich jetzt diese Entscheidungslandkarte zum Beispiel zu bauen. Die Idee wäre, dass ihr Entscheidungen sucht, die getroffen wurden in eurem Umfeld. Das können jetzt Entscheidungen aus ganz unterschiedlichen Ecken sein. Also auch hier wieder eine Folie von einem Kollegen von mir, von Stefan Zörner, der hier auch gerade rumsitzt, der teilt die Entscheidungen oft in unterschiedliche Kategorien ein, in die man schauen kann. Und ich finde das oft ganz hilfreich, um überhaupt herauszufinden, wo kann ich überhaupt hinschauen, um Architekturentscheidungen zu finden. Also wenn ihr das brainstormt, welche Architekturentscheidungen es denn eigentlich gegeben hat, werdet ihr vielleicht ein paar Zerlegungsentscheidungen finden, Komponentenentscheidungen vielleicht. Auch wie ihr die Komponenten wieder zueinander bringt. Da ist auch sowas wie der Architekturstil mit drinnen. Ihr könnt in Technologie-Stack tiefer eintauchen und überlegen, welche Frameworks, Bibliotheken und andere Themen verwendet ihr denn eigentlich. Könnt euch in die Zielumgebung begeben und überlegen, wie das denn alles deployed und ausgeliefert wird und wo das denn eigentlich läuft und vielleicht auf welchen Geräten das läuft oder in welchen Umfeldern das betrieben wird. Und dann gibt es auch noch Vorgehensaspekte, die ich immer sehr interessant finde bei Architekturarbeit, dass wir selbst mit der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, häufig sehr stark Richtung Qualitätszielen arbeiten können. Also sehr viel, was mit Korrektheit zum Beispiel zu tun hat, ist nicht nur die Lösung selber, sondern auch, wie wir an der Lösung arbeiten vielleicht. Und letztendlich ist der Plan, dass wir hier brainstormen, was haben wir denn eigentlich gemacht? Also was fällt euch ein, was haben wir entschieden, was habt ihr bearbeitet, was hier irgendwie reinpasst? Und das wird uns eine große Menge an Entscheidungen wahrscheinlich zutage fördern, die getroffen wurden oder vielleicht auch noch offen sind.
Letztendlich ist so eine Entscheidungslandkarte jetzt etwas, wo Zusammenhänge versucht werden aufzuzeichnen. Das heißt, man würde jetzt zum Beispiel diese Secret Storage hernehmen und sich überlegen, welche anderen Entscheidungen stehen damit in Zusammenhang. Also was haben wir noch entschieden, was da entweder davon abhängt oder Einflüsse darauf hat, beziehungsweise welche wichtigen Forces, also Kräfte gab es denn eigentlich, die da sehr entscheidend jetzt waren. Also ich habe vorher dieses Kräftediagramm hergezeigt, wo noch ein bisschen mehr da drauf war. Aber vielleicht sind die Entscheidenden jetzt auch nochmal andere. Und das sind wieder Kräfte, die wir in anderen Bereichen auch brauchen. Also Compliance-Anforderungen sind da natürlich wichtig, aber vielleicht für tausend andere Sachen auch noch. Das heißt, wir würden so ein Diagramm malen und das ist inhärent unübersichtlich. Aber wir würden ein bisschen versuchen, rauszufinden, was sind denn ganz zentrale Entscheidungen? Was sind Entscheidungen, von denen viel abhängt? Man kriegt raus, was vielleicht noch Entscheidungen sind, die man bearbeiten kann, weil noch recht wenig davon abhängt. Aber das ist vielleicht noch was Bewegliches, was wir rausfördern können. Vielleicht kann man ein bisschen rumspielen damit und sagen, wenn gerade eine von den Forces so ein bisschen in Frage gestellt wird, was dann eigentlich mit der Architektur passieren würde oder so etwas. Also man kann so ein bisschen was mit dieser Map machen. Auch wieder keine exakte Wissenschaft, aber es ist zumindest ein bisschen was, was man dabei lernt, dieses Ding zusammenzustellen. Im Endeffekt entsteht dann eine größere Landkarte, wo ihr unterschiedliche Entscheidungen auflistet und vielleicht deren Zusammenhänge. Vielleicht entstehen ganze Entscheidungsketten, wo ihr gar keine neue Anforderung dafür habt, aber irgendwie ergibt sich aus einer Entscheidung halt eine andere. Und das ist jetzt erstmal ein Artefakt, das so eine Decar zutage fördert. Letztendlich ist jetzt die Frage, welche von den Entscheidungen besprechen wir? Ich habe jetzt gerade schon ein paar Ideen genannt, was man mit so einem Diagramm machen kann. Ihr würdet euch, und das sind ein paar Empfehlungen, die man häufiger liest oder die ich auch selber schon verwendet habe, missionskritische Entscheidungen. Also was ist für die Zielerreichung besonders wichtig? Welche Entscheidungen denkt ihr sind kritisch, weil sie euch von der Konkurrenz so ein bisschen unterscheiden? Welche sind kritisch, weil sie mit sehr wichtigen Zielen in Zusammenhang stehen, mit sehr wichtigen Forces in Zusammenhang stehen? Welche Entscheidungen haben vielleicht hohe Risiken oder einen hohen Grad an Unsicherheit? Welche Entscheidungen sind mit hohen Kosten verbunden? Was sind sehr zentrale Entscheidungen, also Entscheidungen, auf denen sehr viele andere Entscheidungen dann aufbauen? Und was sind gegebenenfalls Entscheidungssenken, also etwas, wo noch wenig anderes davon abhängt, wo man zumindest noch was ändern kann und sich überlegen kann, ob das einen großen Effekt hat? Es gibt da keine ganz konkrete Vorschrift, was man tun muss. Die Idee ist einfach, wenn ihr euch mit diesem Brainstorming beschäftigt, dass ihr euch dann ein bisschen den Raum erschließt und euch überlegt, was da für euch Sinn macht. Ich würde euch schon empfehlen, dann Klarheit zu haben, auf was ihr fokussieren wollt. Eine andere Empfehlung wäre, dieses erste Ding, also das mit der Zielerreichung, nicht völlig wegzulassen, weil ansonsten diskutiert ihr vielleicht einen Haufen Risiken, die nichts zu eurer Lösung, also nichts Wichtiges zu eurer Lösung beitragen. Ne? Also es ist immer leicht, eine schlechte Architektur zu erkennen. Die Frage ist, ob die schlechte Architektur auch Nachteile hat, die eure Kunden spüren, ne? Oder die halt das Produkt unbrauchbar machen. Und deswegen ist die Anforderungsecke immer wichtig aus meiner Sicht. Und deswegen würde ich zumindest das so ein bisschen mitschwingen lassen bei einer Auswahl von Entscheidungen. Das heißt, was ihr macht bei Decar wäre, dass ihr nach den Präsentationen, wo so ein bisschen Kopf geöffnet wird, Entscheidungen brainstormt, und versucht, so ein bisschen in Verbindung zueinander zu setzen. Und dann priorisiert, und halt überlegt, welche, Entscheidungen ihr am ehesten besprechen wollt. Was dann passiert, ist, dass ihr diese Entscheidungen evaluiert. Und da gibt es jetzt auch wieder eine Idee, wie das zu passieren hat. Letztendlich passiert es hier über einen Dokumentations- und dann einen Evaluationsschritt. Der Dokumentationsschritt ist fast parallelisierbar. Also wenn ihr
fünf Leute in der Bewertung seid, dann könnt ihr, wenn alle fünf Architekturwissen haben, einfach losrennen und jeder schnappt sich eine Entscheidung, die ihr ausgewählt habt und versucht, die nachzudokumentieren. Der Evaluationsschritt ist das, wo das wieder den anderen Leuten vorgestellt wird und so ein bisschen geschaut wird, ob alle Leute damit einverstanden sind oder nochmal speziell Meinungen dazu haben. Funktioniert es im Detail? Eine Entscheidungsdokumentation hat unterschiedliche Teile. Die habe ich hier aufgelistet. Die findet ich hier drüben in dem Beispiel auch nochmal. Es gibt ein Problem ganz oben. Also was ist das, was wir lösen wollen? Das wäre die Fragestellung sozusagen. Eine Detailbeschreibung, was entschieden wurde. Alternativen, die da drin liegen. Welche Kräfte sind denn eigentlich dafür da, dass diese Entscheidung auch gut war? Welche Kräfte sprechen dagegen? Das ist das, was ihr in den Dokumentationsschritt macht. Das da unten ist ein Part, den ihr dann macht, wenn ihr das gemeinsam wieder besprecht. Also ihr geht sozusagen hin, in welcher Konstellation das für euch auch immer sinnvoll ist und versucht, dieses Template einfach mal auszufüllen und vorzubereiten. Und dann würdet ihr sozusagen in die größere Gruppe gehen, das vorstellen und dann kann jeder so seine Meinung abgeben mit einer Ampelfarbe. Das werde ich gleich nochmal erzählen, wie das funktioniert. Tendenziell ist diese Art und Weise, Entscheidungen aufzuschreiben, wahrscheinlich für euch nichts Neues. Es gibt da einige Templates, die genauso funktionieren oder sehr ähnlich aussehen. Sehr bekannt ist dieses Architecture Decision Records Ding von Michael Nygaard. Die Idee hier ist auch wieder Titel, also kurze Beschreibung der Entscheidung, Kontext, Entscheidung, Konsequenzen, positiv und negativ. Also es ist sehr stark genau das, was jetzt da drin auch stattfindet. Im Prinzip ist es eine gemeinschaftliche Dokumentationssession, könnte man sagen, indem man ein bisschen versucht, das Wissen aufzuarbeiten, das man eigentlich in der Gruppe hat. Danach, diese Ampelfarben, die da vergeben werden, die versucht man einmal intuitiv zu vergeben. Das heißt, man stellt vor, was man da erarbeitet hat. Man stellt vor, welche Kräfte da am Werk waren und so weiter. Und dann sollen die Teilnehmer mit Ampelfarbe sagen, bin ich okay damit oder finde ich es okay, was da an Entscheidungen jetzt vorliegt? Bin ich glücklich damit? Glaube ich, dass ich auf Basis der Einflüsse eigentlich was anderes machen würde heutzutage? Also wenn ich es okay finde, bekommt es ein Grün. Wenn ich glaube, dass es ein paar Risiken gibt, die wir da übersehen haben oder die wir noch bearbeiten müssen, würde ich eine gelbe Geschichte vergeben. Und wenn ich glaube, dass das so, wie es entschieden wird, unser Produkt gefährdet, wird es halt ein Rot bekommen. Und letztendlich vergibt man diese Ampelwerte und versucht dann zu diskutieren in der Gruppe. Ungefähr 15 bis 20 Minuten pro Entscheidung. Man versucht, Kräfte für und gegen die Entscheidung zu betrachten, Probleme feststellen in der Diskussion und einfach versuchen, so ein bisschen rauszuarbeiten, was da denn eigentlich jetzt dafür und dagegen spricht. Gleichzeitig hat man ein bisschen ein Bild, ob es Leute gibt, die die Entscheidung so nicht mittragen können. Das heißt, es ist auch ein bisschen ein Konsensverfahren da so ein bisschen mit drinnen. Man könnte es zumindest reinweben. Die Decal sagt nicht, dass eine rote Ampel das Ende dieser Architekturentscheidung ist. Aber man könnte das natürlich so leben. Ne? Also es verbietet niemand, dass man sagt, eine rote Ampel bedeutet, da müssen wir nochmal eine bessere Lösung finden oder irgendwie denjenigen Beteiligten dran, eine bessere Lösung zu finden. Ist auf jeden Fall was, wo ihr eine Gruppenmeinung dazu kriegt. Letztendlich ist das das, was da passiert. Und am Schluss wird jetzt Retrospektive und Reporting ein bisschen rausgearbeitet, was da eigentlich gemacht wurde. Letztendlich sind die Ergebnisse, die ich da rausbekomme, dass ich erstmal zu meinen Entscheidungen die Einflüsse kennenlerne. Wie ich ganz eingangs gesagt habe, sind diese Einflüsse oft nicht alle sichtbar, wenn wir die Entscheidung treffen. Es ist so, dass wir da vielleicht gar nicht alle Informationen kennen. Vielleicht ist es seitdem, gibt es ganz andere Einflüsse, die wir haben. Vielleicht ist es so, dass ich erst also im Nachhinein erkenne, was wichtige Einflüsse sind. Wir lernen auch Ankerpunkte unserer Architektur kennen. Also was sind Entscheidungen, die sehr zentral sind, weil sehr viel drauf basiert. Ne? Also das sind Entscheidungen, die wir uns vielleicht häufiger anschauen werden. Das sind die Dinge, die in diesem Architekturlandkartendiagramm
sehr zentral sind, weil sehr viel darauf zeigt. Ne? Also sehr viel ist abhängig davon. Wir werden vielleicht einzelne Entscheidungen durchdiskutieren, die wir als gesichert annehmen, weil sehr viele Leute eine grüne Ampelfarbe vergeben oder sehr viele Leute glücklich damit sind, was da eigentlich passiert. Wir werden umstrittene Punkte finden. Wir werden zu den umstrittenen Punkten vielleicht Ansprechpartner finden, also Leute, die das nicht gut finden oder die explizit da Wissen haben in dem Bereich, weil sie halt zum Beispiel über ihre Ampelfarbe kenntlich gemacht haben, dass sie da Wissen haben. Wir können Schwächen der Lösung identifizieren. Das können kleinere Probleme sein, die bei der Besprechung auftauchen, oder eine ganze Entscheidung sein, die schlecht auffällt. Und wir bekommen Dokumentation über so einen Prozess raus. Das heißt, es ist jetzt eine Geschichte, die uns ermöglicht, auch in sehr implizit arbeitenden Umfeldern was Explizites rauszubekommen. Also so eine Architekturdokumentation, die da abfällt dabei, ist irgendwie ein Abfallprodukt fast von einem Gemeinschaftsprozess. Und danach habt ihr zumindest was, was ihr ins Wiki posten könnt oder wo ihr so die wichtigen Entscheidungen so mal zusammengefasst habt von dem, was ihr habt. Ihr macht also das, was implizit in so einem naturalistischen Prozess entstanden ist, vielleicht ein bisschen rational nachvollziehbarer für Leute, die da neu in dem Bereich sind. Was kann TCAR jetzt? Also ein bisschen Einschätzung dazu, was das liefert. Also das ist so ungefähr die komplizierteste Folie, die ich euch jetzt zeigen werde, aber ich hoffe, dass sie halbwegs erschließbar ist, weil sie für mich den Unterschied ganz deutlich macht. Was wir in ATAM machen, ist, dass wir uns einen Haufen Anforderungen suchen, also Szenarien, letztendlich das, was TCAR als Force bezeichnet. Und aus diesen Forces wählen wir uns dann eine aus, erstmal, die sehr wichtig ist und besprechen die. Das heißt, wir haben jetzt hier ein Szenario, dass zum Beispiel irgendein Report innerhalb von 2 Sekunden angezeigt werden muss. Und wir würden jetzt eine ganze Reihe an Entscheidungen identifizieren, die damit was zu tun haben. Also, wo kriegt ihr die Daten her? Wie wird der Report generiert? Wie stellt ihr den zusammen? Wie wird der ausgeliefert? Was habt ihr für ein UI? Alle möglichen Entscheidungen, die damit zusammenhängen. Und letztendlich werdet ihr erkennen, dass manche Entscheidungen positiv für dieses Szenario sind und manche Entscheidungen negativ sich auswirken auf dieses Szenario. Und ihr findet dann auch Risiken und Kompromisse da drinnen. Also da ist ein Risiko drinnen, weil ihr über die Entscheidung redet, kriegt ihr gleich mit, dass die veraltet ist oder nicht mehr supported wird. Und hier kriegt ihr raus, dass das zwar schlecht für dieses Szenario ist, aber besonders gut für Security-Aspekte oder so etwas und deswegen ein Kompromissbereich ist. Letztendlich habt ihr hier also durchaus To-Dos, die ihr raus ableitet. Was ihr aber auch seht, ist, dass ihr eigentlich beim Besprechen dieses Szenarios nur einen Aspekt dieser Entscheidungen überdeckt. Also ihr kriegt raus, ob die Datenablage für das Reporting gut ist. Aber ihr wisst jetzt nicht, ob die Datenablage für Security gut ist oder ob die für Skalierbarkeit super ist oder keine Ahnung was. Ihr könnt nicht entscheiden, ob ihr jetzt das alles irgendwie absegnen würdet, so wie es da ist. Ihr könnt eben auch nicht sagen nach einem Szenario, das ihr besprochen habt, dass das 3 gute und das 2 schlechte Entscheidungen sind. Es sind halt irgendwie 5 Entscheidungen und die sind halt für Reporting teilweise gut und teilweise schlecht. Was ihr danach entscheiden könnt, ist, ob ihr diese Reporting-Anforderungen erreicht. Also das könnt ihr bejahen oder verneinen. Das heißt, ihr könnt die Anforderungen eurem Product Owner nennen und sagen, ja, das werden wir schaffen oder nein, da müssen wir noch dran arbeiten oder so etwas. Ihr habt aber keine Evaluierung der Architektur in Teilen geschafft noch. Ihr müsst in ATAM also eine kritische Masse an Szenarien besprechen, um eine wirkliche Aussage über eure Entscheidungen zu kriegen. Also letztendlich müsste ich neben dem Reporting-Szenario vielleicht noch irgendwas aus dem Security, aus dem Skalierbarkeits-, aus dem Usability-Bereich besprechen. Und wenn ich das alles habe, dann habe ich eine überdeckende Meinung über die einzelnen Entscheidungen. Das ist eine Feinheit, aber es bedeutet, dass ATAM schwer abbrechbar ist. Also wenn ihr ATAM anfangt, dann könnt ihr nicht nach 2 Szenarien aufhören und sagen, ich habe jetzt eine Meinung zur Architektur. Also ihr habt dann eine Idee, ob ihr bestimmte Anforderungen erreicht, aber ihr habt keine Idee, ob die Architektur gut ist als Ganzes. Das entsteht lange nicht und dann habt ihr es irgendwann auf einen Schlag. Ne? Also wenn ihr dann aus unterschiedlichen Perspektiven, Tiefen und mit unterschiedlichen Szenarien draufgeschaut habt, die irgendwann
eine ganzheitliche Idee, ob das gut ist und wo die Schwächen liegen. Bei DeepCar ist es so, dass ihr eine Menge an Entscheidungen habt. Also ihr habt diese Landkarte mit den ganzen Entscheidungen. Und da würdet ihr euch jetzt eine Entscheidung rauspicken. Und letztendlich würdet ihr bei dieser Entscheidung besprechen, welche Forces damit zusammenhängen. Also was spricht dafür, was spricht dagegen? Ein paar Dinge sprechen vielleicht dafür, das so zu entscheiden. Ein paar Dinge sprechen vielleicht dagegen, das so zu entscheiden. Vielleicht tauchen bei dieser Besprechung ein paar Risiken auf oder auch Probleme auf, die ihr erkennt. Aber ihr besprecht sozusagen diese Entscheidung einmal atomar und vollständig. Und das bedeutet, dass ihr in der Lage seid, nach dieser Besprechung abzubrechen und zumindest eine Aussage über diesen Teil eurer Architektur machen zu können. Ihr wisst dann, ob der Teil eurer Architektur brauchbar ist oder nicht, ob ihr damit weitermachen könnt oder ob ihr das umwerfen müsst, dieses Konzept. Und ich sage jetzt nicht, dass das eine gut oder schlecht ist, aber man sollte sich vor Augen führen, was sozusagen sein Ziel ist, wenn man Architekturbewertung macht. Wenn ihr eine Bewertung im Ganzen wollt, also einfach mal herausfinden wollt, wo habt ihr überhaupt Schwierigkeiten, was sind überhaupt Entscheidungen, die schlecht sind, und so weiter, und ihr wollt wissen, ob ihr mit dem ganzen Teil so weitermachen könnt, ob ihr das Ding vielleicht in die Tonne stoßt und neu anfangt, irgendwas zu entwickeln, dann ist es durchaus sinnvoll, etwas zu machen, was anforderungsbasiert arbeitet, wie ATAM das macht. Ihr könnt das auch tun, wenn ihr in anforderungsgetriebenen Umfeldern arbeitet. Also wenn ihr Qualitätsszenarien, wie zum Beispiel diese Reporting-Anforderungen, die ich gerade genannt habe, vom Product Owner oder mit dem Product Owner gemeinsam ins Backlog legt, dann könnt ihr natürlich tausend Sachen in eurer Architektur machen und damit das Reporting halt in 2 Sekunden ermöglichen und könnt da einen Haken dran machen und sagen, ja, das schaffen wir jetzt. Ihr könnt auch Konflikte politischer Interessen und solche Dinge besser ausgleichen, weil ihr über die Ziele geht. Und die Ziele sind etwas, da kann man auch mit Stakeholdern drüber reden. Über Entscheidungen könnt ihr nicht mit Stakeholdern gut reden. Das heißt, in den DCAR-Workshops sind Stakeholder mehr oder weniger draußen. Das bedeutet auch, dass DCAR kleiner ist, weil ihr es nicht so viele Leuten machen müsst. Aber es bedeutet natürlich auch, dass diese Zielsicht ein bisschen leidet. Würde sich gut eignen, einzelne Schwächen des Systems zu analysieren, also zu sagen, wir haben Bedenken, ob unsere Datenbank eigentlich noch eine gute Idee ist und jetzt schälen wir da ein paar Entscheidungsteile raus, die damit zusammenhängen und bewerten einfach mal die und nichts anderes von dem System. Dadurch ist es halt dann recht klein, es ist beherrschbar und es ist sehr fokussiert möglich. Es ist, wenn ich lösungsorientiert über die Architektur nachdenke, häufig natürlicher auf die Art und Weise zu arbeiten. Also wenn ihr bei euch im Projekt eher drüber redet, ob ihr Microservices machen wollt oder nicht und nicht drüber redet, ob ihr skalierbar und so viele Kunden kriegen werdet in Zukunft, dann ist es manchmal sinnvoller oder natürlicher eben, einfach diese Microservice-Entscheidung zu beleuchten und nicht großartig über Anforderungen jetzt nachzudenken, sondern diese Entscheidung zu nehmen und dann zu überlegen, was sind die Kräfte, die da drauf wirken und sollten wir das machen und sollten wir das nicht machen und was wäre das für und wider. Was auch gut funktioniert, ist, dass es so eine agile Kommunikationsplattform werden kann, also dass man Dokumentation nicht immer gleich mitmacht. Das geht, glaube ich, auch gar nicht, weil es eben so ein schwieriger Prozess ist, Entscheidungen zu treffen. Aber dass ihr euch immer wieder mal zusammensetzt und sagt, lass uns mal nacharbeiten, was in den letzten Wochen entstanden ist. Wer war denn wo dran, was relevant war? Können wir das irgendwie nachdokumentieren? Können wir da schauen, ob alle zufrieden damit sind? Das ist einfach iterativ gut einbettbar in so einen agilen Prozess. Das kommt alles mit ein paar Schwächen daher. Also bin jetzt kein uneingeschränkter Fan von der DCAR-Methode. Ich glaube, dass man mit DCAR durchaus Schwächen identifizieren kann, die für den Produkterfolg irrelevant sind. Also ja, das ist schlecht, aber es juckt halt niemanden. Das könnt ihr trotzdem eine Stunde besprechen in dem Workshop. Das kann passieren. Ich glaube auch, dass es unauffällige Entscheidungen gibt, die euch trotzdem in die falsche Richtung leiten. Also es fällt niemanden auf, weil es das ist, was alle machen, aber für euer Produkt ist halt einfach schlecht. Und das fällt halt nicht auf in so einer Entscheidungsmap.
Es können Stakeholder sehr stark auf Floskelebene bleiben, weil sie eigentlich nur ihre Management-Presentation da abliefern und eigentlich sonst nichts machen. Also sie werden nicht gekitzelt, dass sie da irgendwie konkrete Aussagen machen sollen, wo sie jetzt hinwollen oder was jetzt ihre Performance-Ziele oder keine Ahnung was ist, sondern die kommen einfach hin, erzählen ein bisschen was und das beeinflusst halt, welche Entscheidungen wir besprechen. Aber es ist ein bisschen Meta an der Ecke. Und manche Probleme, die ihr habt in eurer Architektur, sind vielleicht eher organisatorisch oder prozessual und gar nicht so sehr die technischen Entscheidungen. Wenn ihr jetzt massiv technische Entscheidungen sucht und diesen letzten Part der Architekturentscheidungen vergesst, der vorher in diese Quadranten drin war, den ich von Stefan Zörner geklaut habe, dann vergesst ihr halt auch einen sehr wichtigen Teil von dem, was die Lösung ausmacht, ne? Und das sind letztendlich die Leute, die es bauen. Und das sind alles Gefahren, ne? Das sind jetzt auch wieder nicht Dinge, die unbedingt passieren müssen oder schlecht sind, aber es sind Gefahren von dieser Methode halt. Insgesamt möchte ich nochmal in Erinnerung rufen, Dikar und ATAM sind zwei Möglichkeiten zu bewerten. Das sind nicht alle. Es gibt sogar sowas wie DAZE, nicht mal so alt als Methode, wo man beide Dinge kombiniert. Also die führen Interviews und machen dann einmal Decision-Centric und einmal ein bisschen Szenario-Bewertung, um so ein bisschen von beiden Welten was zu haben und nennen das Lean Architecture Evaluation. Das klingt natürlich auch ein bisschen schön und ist jetzt nicht was, was meines Wissens nach breit eingesetzt wird, aber nur um die Breite zu zeigen, die das Feld von Architekturbewertung hat. Also da sind noch viele Lösungen, die man sich anschauen kann. Und für mich ist einfach wichtig, dass es nicht optional ist, das zu tun. Also für mich, wenn ihr nicht eine zufällige Architektur kriegen wollt und nicht zufällig irgendwo hinläuft, dann braucht ihr irgendwie eine Reflexionsidee, wie ihr es macht. Wenn ihr das methodengestützt machen könnt, könnt ihr euch an solchen Methoden bedienen. Ihr könnt auch leichtgewichtige ATAM-Ausprägungen nehmen, von denen habe ich auch schon mal berichtet. Und da haben wir auch eine eigene Methode, mit der wir arbeiten. Ihr könnt eben auch Dikar zum Beispiel als Basis für sowas nehmen. Wichtig ist halt meiner Meinung nach, dass ihr diese Entscheidungsfindung und Reflexionsschritte sinnvoll miteinander abwechselt und euch da ein bisschen Gedanken macht, wie das in eurem Projekt funktionieren kann, dass ihr euch eben nicht da drin verrennt und sagt, wenn wir nur intensiv nachdenken, dann sind wir rational unterwegs, dann braucht man keine Bewertungsschritte oder so. Dann ist einfach Bewusstsein euch, dass ihr wahrscheinlich intuitiv handelt und dieses intuitive Handeln irgendwie konterkarieren müsst. Es gibt auch einen Architekturspicker zu Architekturreviews. Da haben wir so ein bisschen Wissen, was man alles machen kann, mit reingepackt. Das ist jetzt nicht nur die iterative, teamorientierte Bewertung, sondern auch vielleicht Bewertung von außen ein bisschen beschrieben. Und das Ganze zusammengedampft auf 4 Seiten ist also viel Information, vielleicht ein bisschen weniger Einschätzung. Aber der ist bei uns auch downloadbar. Und ja, letztendlich war es das, was ich erzählen wollte zum Thema Architekturbewertung insgesamt und der Methode Dikar im Speziellen.